Szakmán betűz a futódi kitöltet. Ki a ja, geschafft. Puh. Es ist vollbracht. Connor, die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. Besser, ich verschwinde hier. Na, wann kommt das weg? Link keine Leichen mehr, ne? Nur die Waffen. Ah, schade, die hätte ich alle looten wollen. Ich bin ein Leichenflitterer. Zoom. Ja. Da ist er natürlich. Aber ich muss aufs Klo. Kabel spielst du? Nein. Die Karo kann's nicht. Die Karo will nicht. Nur kurz. Ah. Ah, komm, aufsitzen nochmal. Da, zum, bitte nur zum gelben Rufzeichen hinreiten. Du bist ja auf dem Pferd. Ich bin in einer Minute wieder da. Auf Amos drücken.
bin nicht auf einem Pferd. Nein. Wie kann ich denn laufen? Was? Aber ich laufe schon. Du gehst. Lach los. So, wieder da. Viel Spaß. Ja. Ja. Hinkebein-Mission, oder? Hauptmission. Hinkebein-Mission. Ich will einmal was anderes machen. Also eigentlich habe ich mal verdacht, er haltet sich am Baum fest. Ich frage mich immer, wo mein Pferd hin ist. Wer rüber natürlich? Schau, was wir da haben. Eine Biberfamilie. Ja, was ist? Du bist grausam. Ich bin nicht grausam. Doch, du bist grausam. Ich brauch denen ihr Fleisch. Du bist grausam. Punkt. Ja, Mann. Was? Ja, es tut mir leid, dass wir da jetzt ein bisschen schwimmen. Ich höre irgendwas. Ist bei dir da der Ton an oder so? Drüben beim Tablet? Der Kagura trinkt das Fußwasser. Das ist ein Schwein. Endlich sind wir da. Na, hopp drauf. Schau, manchmal stellt er sich auch wirklich blöd an. Schafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich.
Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und 4 seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst ja Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Oh ja. Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Was hast du für mich? Willst du dem Seebären Bären aufbinden? Nicht mit mir! Bring mehr! Süß, bist du jetzt gestört? Was will denn der? Was ist das? Schach? Jo, ne. Nein, das ist nicht Schach, das ist irgendwas Ähnliches. Das ist Schach. Ohne Figuren, mit Mühlefiguren. Welches Mühle-Schach? Ich probier's, oder? Checkers. Die Steine dürfen natürlich einfach vom Spieler bewegt werden. Ah, ich weiß, wie das Spiel geht. Was ist das? Dame? Ich opfer den. Genau, da musst du mal drüber hupfen. Na? Doch. Das passt. Das ist jetzt blöd. Das ist sehr blöd. Aber ich kann es retten, schau. Kann über 2 drüber hupfen. Ja, nein. Normal nicht. Normal nicht, gell? Ja. Jetzt kannst du. Na, mit dem rechten oberen. Mit dem rechten. Ja. Rechts. Ja. Da. Noch links rauf. Und dann hupft er nachher über meinen drüber. Eins rauf. Die Logik, die ich gerne verstehen. Nein, nur eins rauf. Das geht nicht, ich kann nur diagonal. Oh, shit. Jetzt holt er mal sich den einen da von mir das weg. Okay, das habe ich nicht gewusst. Hm. Warte, er kann nur diagonal, das heißt, wenn ich daher gehe, kann er eigentlich gar nichts machen. Hm. Habe ich mal gedacht. Dann. Gibt's nicht. Er rettet sich da immer wieder. Schau. Scheiße. Ja, das ist nämlich auch fern weg.
Ich kann dagegen nichts machen. Kann nichts machen dagegen. Kann nicht. Der ist jetzt geschützt, weil er am Rand steht. Den kannst du haben. Was? Ah, der kann jetzt diagonal auch. Gerade, meinst du, wenn dann. Was? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Du hast gesagt die ganze Zeit, er kann nur diagonal. Und jetzt sagst du auf einmal, ja, jetzt kann er diagonal auch. Ich habe keine Ahnung. Zurück! Nicht nur vorwärts, sondern zurück. Ich lasse mich jetzt verlieren, weil ich habe keinen Bock mehr gleich. Irgendwie stehe ich damit nicht. Da, da vorne, ja. Ja, dafür verliere ich jetzt einen. Für den einmaligen Gewinn ist einer dafür weg. Du hast den rechten genommen. Wäre auch nicht gegangen. Geh nicht. Oh ja. Nein, ich kann nicht wieder zurück. Genau den, den er jetzt genommen hat. Den hast du nehmen müssen. Habe ich nicht nehmen können. Doch. Du kannst mit jedem fahren. Ja, rauf. Nicht runter. Ja, eh rauf. Wenn der in der Mitte ist und du hast da und da einen Stein, kannst du mit dem genauso rauffahren. Mit dem rette ich mich jetzt. Das ist halt blöd, ich kann schon wieder nicht. Ja, ich überlege gerade, ich werde mit dem rauffahren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich da mache. Das will ich mal schauen. Ich glaube, man muss all seine Steine ich hätte es mal durchlesen in die Gegner, müssen. In die Gegnerseite bringen müssen, ganz nach oben. Das heißt, da können wir alle Richtungen, das ist eh klar. Genau, jetzt bist du Dame. Na? Ja. Oh ja. Na, jetzt hat er dich. Kann er nicht. Die kann man nicht schlagen, die Dame. Das Problem ist, ich kann nur rauf. Ich scheiß drauf, das ist eine Zeitverschwendung, Scheißdreck. Das ist mal. Das ist so ein zahres Scheißspiel. Oder beginnen. Ist hier vorher gestanden oder warst gerade nicht da anscheinend? So. Darauf muss ich. Bin ich schneller, wenn ich darüber gehe.
Das erste Mal Mühle hat so gut. Ja, das erste Mal Mühle hat so gut funktioniert. Das war ja nicht Mühle. Das erste Mal Mühle hat so gut funktioniert. Und alle anderen Spiele waren dann scheiße. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Redun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Jo, aber ich würde sagen, wir lassen es dann für heute gut sein. Okay. Irgendwie freut es mich nicht mehr. Ich weiß nicht, es war irgendwie Fahrt gerade. Jo. Finde ich auch. Das viele umeinander gehen, das litscht mich immer so runter. Ja, darum habe ich auch nicht so viel mitgeredet, eigentlich. Genau. Na wie auch immer, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss. Genau. Auf Wiedersehen. Bye, bye.